Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Heute machen wir ein Video und zwar, wer länger wach bleibt. Das machen wir mit Max, Chrissy und mir. Und ich würde sagen, wir fangen direkt jetzt auch mal an. Es sollte jetzt so ungefähr 6:30 sein. Und genau, wir gehen jetzt einmal kurz zu Edeka und nehmen ein paar Sachen. Dann gucken wir, ob wir noch was für später finden, Red Bull oder so. Genau, auf jeden Fall, was wir nehmen, seht ihr jetzt. Also wir sind jetzt im Edeka angekommen und ich würde sagen, wir suchen uns jetzt ein paar Sachen raus. Schön was, damit wir schön lange wach bleiben können. Ja. So Snacks, Trinken, alles. Red Bull. So, als erstes sind wir jetzt in der Chips-Abteilung und ich suche direkt Pommes. Ich habe keine Ahnung, ob es sie hier gibt. Wir nehmen jetzt einfach mal, hier gibt es keine coolen Chips, die ganzen coolen Chips sind bei Aldi. Ich nehme jetzt einfach mal die hier. So, ich habe mich jetzt für die hier entschieden. Alles geht auch. 10% weniger. Davon können wir direkt mehr mitnehmen. Hier, ich habe schon eine Packung. 3 reichen, oder? 3, ja, perfekt. Noch was? Das. So, die hier haben wir für Mama und die hier haben wir für später Dönersalat. Die machen wir dann einfach rauf. Ne? Ich hab gesagt, Angelina bezahlt, das ist peinlich so. Ich habe leider kein Geld mit. Ups. Ich gebe dir mein Portemonnaie. Ich habe hier nochmal Pommes gefunden. Davon haben wir dann auch direkt 3 Packungen genommen. Unser Einkauf ist so unsüß. Unser Einkauf ist so ungesund. Ich habe jetzt eigentlich keine Lust, an die Kasse zu gehen. Aber ja, es muss gemacht werden. Also wir waren gerade in Edeka, haben nur Chips und Red Bull geholt. Jetzt sind wir bei Aldi. Und ja, jetzt gucken wir, was wir uns noch holen. So, wir sind jetzt bei Aldi. Max ist kurz Wasser holen. Und wir holen jetzt nochmal Chips. Und zwar diese Sorte, die gibt es hier nur bei Aldi. Deswegen ganz wichtig. Aber die hier. Nicht Paprika, sondern die hier. Die sind einfach so lecker. Schreibt mal gerne in die Kommentare, wenn ihr die kennt. So, ich würde sagen, wir sind jetzt fertig mit Aldi. Haben wir alles? Ja. Wir haben jetzt sehr viele Chips und Wasser. Sehr viele, die reichen dann bis morgen und übermorgen können wir wieder welche kaufen gehen. Übermorgen hat alles zu. Aber nee, übermorgen ist Samstag. So, wir sind übrigens wieder zu Hause. Ich weiß nicht, ob ich euch das vorhin gezeigt hatte. Es ist schon ein bisschen später. Wir liegen hier alle. Ich kann schon schlafen. Ich wollte gerade fragen, es ist 20:41 Uhr. Ist ja, bei dir 20:41 Uhr. Seid ihr schon müde? Ja. Sie ja? Bei mir alles fit. Ich habe Hunger. Also. Ich habe auch Hunger. Aber es riecht ja gerne richtig geil. Es ist 9 Uhr und ihr wollt essen? Wir machen Döner oder so nicht. Oh, ich habe richtig Hunger. Ja, Mama ist auch zu Hause und wir machen gerade Essen. Also wenn du schlafen willst. Ja genau, Chrissy, du kannst nachdenken. Willst du gar nichts essen? Nein. Wir haben Snacks top und läuft heute. Ach, ja, Chrissy hat gerade gesagt, dass wir es gucken müssen. Läuft bis 11:30 Uhr, glaube ich. Sprich, bis dahin sind wir wach. Chrissy auf jeden Fall. Dann müssen wir noch ein bisschen länger wach bleiben. Das geht's hier. Habe ich schon gesagt, was der Gewinner kriegt? Der Gewinner kriegt übrigens Geld. Sehr viel. 150 Euro. Der Gewinner kriegt 150 Euro. Also wenn du schlafen gehen willst, kannst du gerne schlafen gehen. Wir haben das nächste Topmodel fängt gerade an. Jetzt ein Video aus, wir wollen weiter gucken. Okay, bis später. So, wir haben jetzt Germany's Next Top. So, wir haben jetzt Germany's Next Topmodel zu Ende geguckt. Und wie geht's euch bis jetzt? Müde. Dir? Ja. Wir haben 12:30 Uhr. Sehr müde. Leo ist auch schon ein bisschen sehr müde. Wir gehen jetzt einmal mit den Hunden raus. Dann habe ich noch geplant, dass wir Uno spielen. Dann wollte ich noch ein bisschen Sport machen. Und wir müssen noch ein Kunstbild machen. Wie findet ihr die Idee? Ist gut. So, super. Auf jeden Fall werdet ihr jetzt sehen, dass wie produktiv wir jetzt heute Abend noch sind. Wir sind jetzt nochmal draußen, wir sind schon wieder auf dem Rückweg. Leo hat genauso wenig Bock wie wir alle, er will auch einfach schlafen. Und genau, jeder hat einmal Pipi gemacht, das heißt, wir können jetzt zurück nach Hause. Bist du schon müde? Ich würde sagen, das geht eigentlich noch. Also es ist schon langsam, werde ich müde, aber ich könnte jetzt auch fit Sport rennen. Sportrennen? Sportrennen, lass uns. Man hört dir die Müdigkeit kaum an. Wie müde bist du? Gar nicht. Das glaube ich dir nicht. Ob ich müde bin? Nehme ich auf? Nein, Chrissy. Ja, nimmst du. Okay, ich schlafe hier schon gleich im Stehen ein. Wir sind wieder zu Hause und ich habe jetzt geplant, dass wir als allererstes Uno spielen werden. Ich muss jetzt einmal nur die Karten suchen. Irgendwie finde ich die Karten auch... Zeit für Snacks. Was du nicht gerade noch müde? Jeweils ein Red Bull. Jetzt haben wir hier noch ganz viele Chips. Wir haben noch mehr, falls das nicht reichen sollte. Irgendwie müssen wir uns ja auch halten. Vor allem mit Red Bull. Oh Gott, also Red Bull nehme ich an, aber bei Chips haben wir ein bisschen übertrieben heute. Wir haben 4 Packungen innerhalb 10 Minuten aufgegessen. Wir sind 7 Personen, ne? Ja, es ist trotzdem viel. Wir spielen jetzt übrigens Uno mit den Karten hier. Guten.
Karten sind verteilt. Hier habt ihr einen kleinen Einblick. Wir spielen jetzt. Ich würde sagen, der Gewinner darf wach bleiben. Der darf wach bleiben. Ich musste hier gerade nochmal 10 Karten aufnehmen. Ich glaube, das wird keine gute Runde für mich. Wir sind jetzt voll dabei. Ich habe auch gar keine guten Karten. So, Max hat gewonnen. Ich bin Zweiter. Und mal gucken, Angelina spielt jetzt noch mit ihrem Freund. Und Angie hat gewonnen. Also, beziehungsweise du bist Dritter geworden. Ja, und die Snacks gehen uns langsam schon aus. Boah, aber ein bisschen haben wir noch. Noch eine Runde? Ja. So, wir haben jetzt gerade noch eine Runde gespielt. Ich habe gewonnen. Wir gucken jetzt. Wir gucken jetzt noch einen Film. Und danach würde ich sagen, keine Ahnung, gucken wir, was wir machen. So, wir gucken jetzt schon seit ungefähr einer halben Stunde. Wir liegen hier gerade noch ein bisschen und gemütlich. Leo und Nala haben sich dazu gesellt. Bevor wir schlafen gehen, haben sie sich noch mal ein bisschen ausgetobt. Dankeschön. Ja, was soll ich dazu sagen? Ich glaube, Chrissy hat verloren. Sie ist einfach eingeschlafen. Ich wollte sie eigentlich noch wecken, aber das Geld, das würde ich schon gern behalten. Deswegen habe ich sie aber schlafen lassen. Also würde ich sagen, wo bist du? Ja, ich bin hier im Raum. Ich würde sagen, nur noch wesentlich. Ach, schläft sie? Ja, sie schläft. Nein, wer einmal schläft, schläft. Eben, sie schläft, sie hat verloren, sie ist weg. Wollen wir noch was machen? Wollen wir den Film gucken? Ja, oder? Ja, wir gucken jetzt auch ein bisschen Film. Ich habe mir noch was super Cooles für gleich ausgedacht. Ja, prügelt euch, lasst die Pfote los. Ich weiß. Go Nala, go Nala. So, ich mache jetzt einfach mal das Licht an. Chrissy, du bist sowieso raus. Du kannst, mach einfach, was du willst. Max, komm mal her. Ich habe mir jetzt was Cooles ausgedacht. Wir machen jetzt Sport. Was willst du hier so machen? Hampelmänner, Liegestütze. Damit die Nachbarn und die Trainer wach werden? Genau, damit wir noch Ärger kriegen. Wir machen jetzt einfach irgendwas. Tanzen vielleicht einfach so. Bist du dabei? Chrissy, ich gehe selber mit zu dir, okay? So, Nala ist treuer Zuschauer. Oh, eins. Und zwei. Und drei. Und zwei. Warum machen wir Sport? Ja, damit wir uns wachhalten. Das ist sehr gut. Jetzt noch eine Liegestütze. Nala, du musst da weg. Nala, geh mal ein bisschen aus dem Bild raus. So, eine Liegestütze. Okay, mach. Ich brech zusammen, wenn ich eine mache. Chris, krieg keine. Okay, du kriegst auch keine. Nala, freut sich sehr. Go, zeig, wie viel du kannst. Eins. Knack, knack. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Komm, mach 15. Oh, 10 reichen vor, dann. Okay, 9 und 10. Wunderbar. So, jetzt bin ich aber auch direkt wieder wach. Ja, ich habe eine halbe Liegestütze gemacht. Das war ein super Sport. Das war eigentlich nur Sport für Max. Leo hat jetzt auch verloren. Also, er hatte gerade eben Augen zu. Er schläft auch währenddessen ein bisschen. Auf jeden Fall, Leo ist raus. Gute Nacht. Genau, geh bitte ins Bett. Verlierer, geh ins Bett. Leo hat auch keine Lust auf Verlierer wie dich. Chrissy ist jetzt, macht sich jetzt Bett fertig. Ich mache auch schon mal unser Bett. Heißt aber nur nicht, dass wir schlafen gehen. Das mache ich für später, falls wir irgendwann so kaputt sind, dass wir einfach hinfallen. Leg los, Alter. Das sieht ja auch echt richtig gut aus, muss ich sagen. Ja, ne? Hier sieht es richtig schlafgemütlich aus. Einfach das Bett hier ein bisschen. Das ist sehr professionell. Ja. Ich glaube, aufgeräumt wird hier morgen. Würde ich grob empfehlen. Ich muss nur einmal heute noch die Wäsche machen, sonst kriege ich morgen Ärger von Mama. Stabile Uhrzeit dafür. Ja, ne? So, das Bett ist jetzt fertig. Ich kuschle jetzt noch ein wenig mit Nala. Dann mache ich die Wäsche. Und dann überlegen wir, was wir gleich noch machen. Aber erstmal wird hier gekuschelt. Ne? Mein Chelsea Pupsi Bu. So, Leo und Chrissy sind schon im Bett. Und ich habe schon mal gesagt, dass ich jetzt schon mal Zähne putzen gehe. Ich muss ein bisschen schon mal fertig machen, falls ihr entspannen wollt. Ich muss aber als erstes ins Badezimmer, weil ich muss die Wäsche unbedingt heute machen. Deswegen gehe ich kurz ins Badezimmer. Du suchst dir eine Beschäftigung. Also genau genommen ist mittlerweile schon der nächste Tag. Ja, Mama weiß immer noch nichts. Ja, okay, dann ich warte kurz. Okay, bis gleich. Auf jeden Fall, genau, Max wartet jetzt. Ich mache mich fertig. Ich muss Waschmaschine machen. Spülmaschine, Waschmaschine? Keine Ahnung, ich bin ein bisschen müde. Ich habe jetzt gerade einmal die Wäsche schnell aufgehangen. Mir ist eingefallen, ich muss heute eigentlich noch duschen gehen. Also, ja, heute. Weil wir morgen sehr früh wegfahren. Deswegen frage ich Max einmal noch kurz, ob ich duschen gehen kann. Ja, vielleicht hält er das ja noch aus. Vielleicht
gehe ich dann so lange duschen, bis er einschläft, dann habe ich gewonnen. Nala hat sich das hier auch schön gemütlich gemacht, aber Nala, wir können jetzt wieder weitergehen, kann? Bei dir? So, ich glaube, Max würde jetzt nicht so erfreut drüber sein. Warum ist das Licht hier aus? Hast du geschlafen? Ich bin wach. Max hatte geschlafen. Ich wollte Zähne putzen hier. Nein, du hast geschlafen. Ich habe deine Augen zugesehen. Ja. Ich wollte noch fragen, ob ich duschen gehen könnte. Ich gehe Zähne putzen. Nein. Nee. Du bist raus. Ich habe dich. Max hat verloren, das heißt, ich habe gewonnen. 150 Euro, bitte. Da ist auch mal mit dabei. Nein, er hat nicht mitgemacht. So, okay, ich würde sagen, Chrissy und Max haben hier eindeutig verloren. Ich kann es aber schon Zähne putzen gehen, oder? Ich wollte jetzt einfach duschen gehen für morgen. Fast 3 Minuten Zeit. Okay, genau. Chrissy hat verloren. Chrissy schläft hier auch schon. Max hat verloren. Max war im Halbschlaf. Ich finde, das zählt. Ich bin so schrock, als du reinkommst. Genau wie Leo. Ja, ich habe aber Leo sogar so was. An dieser Stelle würde ich dann aber auch sagen, das war's mit dem Video. Ich gehe jetzt auch einmal schnell duschen. Also Max hat sich schnell ins Badezimmer geschlichen, deswegen gehe ich danach duschen. Ich habe gewonnen. Ich bin the winner. Ja, Leo, du hast schon lange verloren. Lasst dem Video gerne einen Daumen nach oben da, vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Gute Nacht, Leo.